Leap Motion ist eine neuartige Bewegungssteuerung des gleichnamigen Herstellers aus den USA. Angeschlossen per USB an PC oder Mac ermöglicht sie mittels mehrerer Tiefenkameras die Steuerung des Rechners per Hand und Finger. Hier sehen wir die Hand, wie sie Leap Motion erkennt. Wir können einzelne Finger und sogar Fingerglieder bewegen, nur wenn sich die Finger gegenseitig verdecken, erkennen die Kameras nichts mehr. Das gilt auch, wenn die Finger zu nah beieinander liegen, nichts für Vulkanier also. Auch die zweite Hand wird problemlos erkannt, mit den bereits genannten Ausnahmen natürlich. Im Store von Leap Motion finden sich zahlreiche Anwendungen. Einige, wie die Lotus genannte Demo, sind bereits vorinstalliert und veranschaulichen die Nutzung. Viel mehr als ein wenig mit Audio und visuellen Effekten herumzuspielen, können wir in dieser Demo allerdings nicht. Apps wie Saturn am Computer hingegen lassen sich eher schlecht als recht nutzen. Im Store ist es momentan sehr leicht, Geld für kaum bedienbare Programme auszugeben. Kostenlos zu haben hingegen ist Google Earth, das Leap Motion als Steuerungsmethode erkennt. Die Bedienung allerdings ist stark gewöhnungsbedürftig und alles andere als intuitiv. Man sieht, wir tun uns hier sehr schwer mit der Steuerung. Mit der Maus bringt es deutlich mehr Spaß und man kommt auch etwas schneller zu den gewünschten Ergebnissen. Nett hingegen ist die Corel Paint App, mit der sich Zeichnungen per Stift oder Finger anfertigen lassen. Muskelkater angesichts der unergonomischen Handhaltung inklusive. Einige Anwendungen deuten auf eine wissenschaftliche Nutzung hin, andere hingegen zeigen das spielerische Potenzial von Leap Motion. Auch die Steuerung des Rechners mittels Leap Motion ist möglich, wenngleich aktuell noch nicht sonderlich sinnvoll. Um Apps im Airspace zu starten, reicht es allerdings. Wir haben uns für einen spaßigen Breakout-Clone entschieden. Boomball lässt sich erfreulich gut steuern und zeigt als eines der wenigen erhältlichen Leap-Programme das Potenzial der Hardware. Sogar die Ausrichtung des Schlägers per Fingerdreh wird berücksichtigt. Die Flocking-Demo hingegen zeigte schon in der Entwicklungsphase die Möglichkeiten der Leap Motion anhand eines Schwarms Fische. Nett anzusehen und nett zu steuern. Mit einem Finger, fünf Fingern und auf Wunsch sogar mit beiden Händen. Die Anwendungen werden vom Airspace genannten App Launcher gestartet. Feintuning zur Steuerung bietet der Treiber. Doch auch die Einstellung maximale Präzision sorgt leider nicht dafür, dass sich mit aktuell verfügbarer Software ein Computer sinnvoll per Leap Motion bedienen lässt. Links im Internet anzuklicken ist ein Glücksspiel. Scrollen funktioniert nur sehr selten. Bevor Leap Motion wirklich effektiv genutzt werden kann, wird noch einiges an Programmen geschrieben werden müssen. Bis dahin zeigen die Apps wie das spaßige Kugelschubsen Vidwan ein wenig des Potenzials. Wir spielen noch ein wenig, bevor wir den inzwischen etwas lahm gewordenen Leap Motion Arm anschließend für eine längere Zeit schonen werden. Autsch.